Ja, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Szenario hier in TS Classic. Wir sind auf der Birmingham City, Cross City Line, glaube ich, unterwegs. Ja, Birmingham Cross City heißt es. Und wir sind hier mit der Duchess of Sutherland unterwegs. Ja, wir machen einen kleinen historischen Zug hier. Wir haben ein bisschen was am Haken. Und zwar den Northern Belle mit dem Wagen von Armstrong Powerhouse. Also die haben ein mega geiles Detail. Entsprechend auch geiles Fahrgeräusch. Interieur ist auch geil. Da stehen wir es auch hier noch. Der Northern Belle Kitchen Car. Relativ schwer. Habe ich mir von Alan Thompson runtergeladen, das Szenario. Ich bin es noch nicht gefahren. Das ist jetzt wirklich mein erstes Mal. Ich bin nur mal ganz kurz angefahren. Und ich muss euch sagen, die Lok ist nicht die originale, die was eigentlich im Szenario mit dabei wäre. Eigentlich wäre sie in Rot mit dabei, aber in Rot habe ich leider einen kleinen Bug mit der. Und zwar der Richtungswender springt dann einfach mal hin und her. Ganz frei wild. Keine Ahnung wieso. Ich habe es versucht neu zu installieren. Hat nichts gebracht. Also habe ich mal die Originalfassung jetzt hier reingeholt. Hier in Grün. Also normalerweise wäre sie die rote Lok. Gut, ich würde sagen, wir gehen mal raus aus der Pause. Und der Sound von der ist einfach mega geil. Wir werden mal die Zylinderhülle öffnen. Schauen wir uns die Lok mal ganz kurz von innen an. Wir haben hier auch ABS mit dabei. Max Speed, 75 Meilen pro Stunde. Oh, das klingt mega geil. Ja, das ist die Lok von innen. So. Das Interface werde ich mal ein bisschen auf Transparenz einstellen. Ich glaube, das war hier. Percy. So, damit es am wenigsten stört. Weil ich möchte es gern hier in der Fassung offen lassen. Also tut sich die Lok ein bisschen am einfachsten steuern. Und mit dem Raydriver kann es ja nicht steuern. Und ich würde sagen, ich fahre mal die Strecke. Hoffentlich gut. Und ich übergebe mein Zukunfts-Ich für die Begleitung. Also viel Spaß und hoffentlich mache ich keinen Blödsinn. Ja, und da ist der Zukunftsbaboher da. Ich werde euch mal ein bisschen unterhalten und ja, die ganze Fahrt, die wird hier nicht allzu lange dauern, also plus minus eine halbe Stunde. Ursprünglich dachte ich, das wird ein bisschen länger gehen hier auf der Strecke, aber er hat sich da entschieden, das nicht allzu lang machen. Die ganze Fahrt basiert auf einer echten Fahrt, die am 3. April 2003 stattgefunden hat. Da hat die 6233 Duchess of Sutherland den Northern Belle gezogen, und zwar von Birmingham International nach Derby. Wir fahren jetzt gerade von Aston nach Lynchfield Trent Valley High Level Station. Es ist wirklich nicht weit. Ich glaube 15 oder 20 Kilometer waren es. Aber es ist eine schöne Fahrt. Der erste Teil der Strecke ist ein bisschen anspruchsvoller. Da geht es den Berg rauf. Da müssen wir achten, dass wir hier nicht allzu viel Druck verlieren. Und dann Berg nach unten. Und der Lok-Sound ist leicht verpackt. Ich werde es gleich beheben, indem ich dann von Pro auf Legacy wieder wechseln und dann ist auch der Lok-Sound wieder da. Und ich muss sagen, das Soundmodell von der Lok, wenn er denn funktioniert, ist wirklich gut. Die Fahrt hat wirklich Spaß gemacht. Schöne Lok. Aber ich muss sagen, die verliert man viel zu schnell den Kesseldruck, wenn ich da mal ein bisschen auf Leistung gehe. Kann sich beurteilen, wie realistisch das ist, aber der geht wirklich schnell nach unten. Aber sie hat natürlich zu kämpfen mit den ganzen Wagen, die da hinten dran sind. Ja. Die ganze Fahrt wird so ein bisschen eine Doku-Fahrt werden. Ich hatte ja schon zwei Videos gemacht, wo mein digitales Ich, drei Videos sind es mittlerweile, wo die KI so mal, also die virtuelle KI so ein bisschen was über die Strecke erzählt hat oder über den Lok oder über das Szenario etc. Und das werde ich auch heute machen. Also ich werde euch ein bisschen was über den Lok von Belle erzählen, über die Lok, in der wir da gerade sitzen. Und dann könnt ihr quasi die Fahrt genießen und ein bisschen was lernen. Doch eine schöne Kombi, finde ich. In Zukunft wird es dann so sein, dass dann die Aussprache von meinem digitalen Ich ein bisschen besser ist und auch mit meiner Stimme dann ist. Ich meine, ein kleines Team habe ich schon gesehen. Ist noch nicht ganz perfekt. Muss da noch ein paar mal mehr Samples reinbringen. Aber das wird super. Und ich werde natürlich dann immer sagen, wann dann das digitale Ich dann spricht. ABS wird auch ein paar Mal kommen. Das ist leider relativ laut. Es sind aber noch, glaube ich, dreimal oder viermal in der Fahrt, wo das vorkommt jetzt gleich. Ich muss jetzt ABS da mal kurz schreien. Ja, und da ist es gewesen.
An der Stelle wünsche ich euch erstmal eine gute Fahrt und jetzt gibt es mal Infos zu den Northern Bälle. Viel Spaß! Der Northern Bell ist ein luxuriöser Zug, der in Großbritannien betrieben wird und sich durch seine opulente Einrichtung und den erstklassigen Service auszeichnet. Der Zug verfügt über 7 Waggons, die alle im Art Deco-Stil eingerichtet sind und Platz für insgesamt 300 Passagiere bieten. Der Northern Bell wurde ursprünglich im Jahr 2000 eingeführt und hat sich seitdem zu einem der beliebtesten Züge in Großbritannien entwickelt. Er bietet verschiedene Arten von Fahrten an, darunter kulinarische Ausflüge, Weinproben und Fahrten zu verschiedenen Sehenswürdigkeiten und Veranstaltungen. Eines der besonderen Merkmale des Zugs ist seine luxuriöse Einrichtung, die an die 1930er Jahre erinnert. Die Sitzgelegenheiten sind bequem und bieten viel Beinfreiheit. Es gibt Marmorbäder und sogar eine Bar mit kostenlosen Getränken und Snacks. Der Zug verfügt auch über einen professionellen Kellnerdienst, der den Passagieren während der Fahrt Gourmet-Mahlzeiten serviert. Insgesamt bietet der Northern Bell ein unvergleichliches Reiseerlebnis für alle, die das Besondere suchen. Kommen wir nun zur Lokomotive unseres Zuges. Die LMS Princess Coronation Class war eine Klasse von Schnellzuglokomotiven, die von der London, Midland and Scottish Railway, LMS, in den 1930er Jahren gebaut wurden. Die Klasse wurde von William Stainier entwickelt und bestand aus 38 Lokomotiven, die alle nach Mitgliedern der britischen Königsfamilie benannt waren. Die Princess Coronation Class war die erste Klasse von Schnellzuglokomotiven, die von der LMS entwickelt wurde, und sie waren die modernsten und leistungsstärksten Lokomotiven ihrer Zeit. Sie waren mit einer Einheitsdampfmaschine ausgestattet, die von der LMS entwickelt wurde und die sogenannte Coronation genannt wurde. Diese Dampfmaschine hatte eine Leistung von 4000 PS und konnte Geschwindigkeiten von bis zu 110 km pro Stunde erreichen. Die Princess Coronation Class wurde hauptsächlich für den Einsatz auf der West Coast Main Line, WCML, entwickelt, einer der wichtigsten Eisenbahnstrecken in England, die von London nach Glasgow verläuft. Die Lokomotiven wurden auf der WCML eingesetzt, um die Reisezeit zwischen London und Glasgow zu verkürzen und den Personenverkehr zu verbessern. Sie waren auch für den Einsatz auf anderen Strecken in England und Schottland geeignet. Die Princess Coronation Class war auch für ihren hohen Komfort bekannt. Die Waggons waren luxuriös ausgestattet und boten den Reisenden Annehmlichkeiten wie einen Speisewagen und einen Schlafwagen. Die Lokomotiven selbst waren mit modernsten Sicherheitsvorrichtungen ausgestattet und wurden regelmäßig gewartet, um sicherzustellen, dass sie stets einsatzbereit waren. Die Coronation Class war sehr erfolgreich und wurde bis in die 1960er Jahre hinein eingesetzt. Sie wurde jedoch schließlich von moderneren Zügen wie dem HSD abgelöst. Trotzdem bleiben die Princess Coronation Class und ihre Leistungen bis heute in Erinnerung und sind ein wichtiger Teil der Geschichte der britischen Eisenbahnen. Insgesamt war die LMS Princess Coronation Class eine wichtige Innovation in der Geschichte der britischen Eisenbahnen und hat dazu beigetragen, den Personenverkehr in England und Schottland zu verbessern. Jetzt aber zur Strecke, die es übrigens auch in TSW3 gibt. Die Birmingham Cross City Line ist eine Bahnstrecke in England, die durch die Stadt Birmingham verläuft und die Vororte im Norden der Stadt mit dem Stadtzentrum verbindet. Die Strecke wurde von der West Midlands Passenger Transport Executive, WMPT, betrieben und wird heute von West Midlands Trains betrieben.
Die Birmingham Cross City Line wurde ursprünglich als Teil des Great Western Railway Systems gebaut und 1852 eröffnet. Die Strecke verlief ursprünglich von Birmingham New Street nach Sutton Coldfield und wurde später um etwa 15 Kilometer verlängert, um auch Litchfield und Tenvers anzubinden. Die Strecke wurde über die Jahre mehrmals modernisiert und erweitert, um den wachsenden Bedarf an öffentlichem Verkehr in der Region zu befriedigen. Die Birmingham Cross City Line ist eine wichtige Verbindung für die Vororte im Norden der Stadt und dient hauptsächlich dem Personenverkehr. Sie hält an vielen Orten entlang der Strecke, darunter Erdington, Sutton Coldfield, Litchfield und Tenvers. Die Strecke ist auch für den Güterverkehr genutzt, insbesondere für den Transport von Chemikalien und Baustoffen. Ja, ich denke mal, da war einiges Wissenswertes mit dabei und als wieder der echte Bravour hier. Und ja, ich bin nebenbei so ein bisschen auf der Seite vom Northam Valley am Cruisen und dabei habe ich mir die Wagenreihung angesehen. Und ich muss sagen, die Wagenreihung, die wir jetzt hier in Trainsim Classic haben, entspricht tatsächlich dem, was der Northam Valley tatsächlich so fährt, wenn er mit der Dampfer unterwegs ist. Von den Tickets her, ich meine, ein bisschen mehr als der normale Preis, also ein bisschen untertrieben. So ein Ticket für den Northam Valley kostet im Schnitt knapp 500 Pfund. Und ich habe mir mal eine Fahrt rausgesucht für den 22. April 2023, das ist ein Samstag. Da geht's los in Telford Central um 7.35 Uhr und geht dann nach Carlisle und dann geht's wieder retour um 14.15 Uhr und dann ist man um 21.20 Uhr wieder in Telford. Okay. Was bekommt man denn eigentlich so für 500 Dollar? Wortwörtlich von der Homepage. Spektakuläre Fahrt mit Dampflok über die Strecke von Sutton nach Carlisle. Bringender Mimosen-Cocktail zur Begrüßung. Ja. Leckere 3-Gänge-Brunch auf der Hinfahrt. Und dann gibt's im Juni Zeit, um Apple Pie in Westmoreland in Ruhe zu erkunden. Und dann kann man auch in Charlies etwas ein bisschen rumlaufen und die Stadt erkunden. Da gibt es einen Champagnerempfang am Boot mit Canapés und Caviar Blinis. Ich habe keine Ahnung, was das ist, aber hat's. Dann später gibt es ein übriges 6-Gänge-Menü. Britische saisonale Table d'Hôte-Menü mit preisgekrönter britischer Käseplatte, mit Portwein, köstlichen Dessert und eine Auswahl an Petits Fours. Okay, dann, wenn man ein Paar ist, gibt es eine Flasche Wein. Dann gibt es Fortum and Messen, Tee und Kaffee, ja, zu Tea Time. Und natürlich ein unvergessliches Geschenk bei der Abreise. Was auch immer das Geschenk dann sein wird. Aber ja, es sieht schon spannend aus. Ich meine, das ist halt quasi, ja, de facto eine Orient-Express-Tour, wenn man so möchte, aber halt ein bisschen im billigen England. Ist ein bisschen fies gesagt, aber der Brighton Valley und der Northern Valley, also der Brighton Valley ist ja noch ganz anderer Zug, aber geht in die ähnliche Kategorie. Und der Northern Valley sind ja quasi die zwei Luxuszüge in England, mit denen man fahren kann. Und ja, das sind quasi die britischen Orient-Expresses. Aber auch wenn es kein Schlafwagenzug mehr ist mit Original Orient Express. Wobei, der fährt ja noch, glaube ich, ein oder zweimal im Jahr auf der Original, also relativ auf der Originalroute noch. Aber das ist ja unbezahlbar. Da zahlst du dann, keine Ahnung, 10.000, 20.000 Euro, damit du da die ganze Strecke fahren kannst. Da ist 500 Pfund dann halt schon ein Ding, dass man am Tag da halt irgendwie mal so einen Tagesluxus hat. Man hat eine echte Dampflok vorne dran, hat ein bisschen Luxus, schöne Landschaften und so. Naja. Also wenn jemand mal etwas besonderes Geburtstagsgeschenk sucht, kann man doch das mal machen. Das war doch drin, wenn man ein bisschen spart. Ja, bei uns haben wir jetzt so langsam Halbzeit bei der Fahrt. Jetzt geht's dann bald bergab und die Fahrt ein bisschen entspannter. War schön, da jetzt den Berg raufzukommen. Wäre vermutlich noch ein bisschen schneller gegangen, würde ich die Lok ein bisschen besser kennen. Aber I am not an expert. Ah, diese Aufnahme mit der Lok, der Sound.
Das lässt doch ein Eisenbahnerherz höher schlagen. Einfach schön. Ich finde es ja leider schade, dass da Brighton Bälle nicht mehr fährt. Die sind ja gerade dabei, den eigentlich zu restaurieren. Und es war schon irgendwie faszinierend, dass man wirklich sagt, okay, man hat hier EMU auf Third Rail mit 57 Volt DC, glaube ich, sind. Und das aber komplett mit Pullman-Wagen ausgestattet. Geiler Zug. Und ich habe da die historischen Bilder davon angesehen und der Triebwagen auch noch, obwohl da eigentlich nicht so viel los ist, ist auch komplett luxuriös ausgestattet. Also, ich meine, Brighton Valley, den gibt es sogar für den TS Classic, da ist aber das Modell nur so mäh umgesetzt. Ich weiß nicht, ob ich da mal wieder zu mache, aber in echt, muss ich sagen, ich würde mich freuen, wenn der Brighton Valley mal wieder fahren würde. Die letzte Fahrt, die er hatte, war am 30. April 1972. Ach ja, wenn ich mir die ganzen Restaurierungsprojekte so ansehe, blutet mein Herz. Ich meine, jetzt habe ich auch mein eigenes Projekt. Ich hatte ja letztes Jahr meine erste eigene Lokomotive gekauft, und zwar so eine Garrett in Südafrika. Und da sehen wir ungefähr so Kosten von so ja, knapp 50.000 bis 80.000 Franken für die Grundrestaurierung, dass die erstmal wieder fahren würde. Das ist ein Projekt, wo ich mir denke, da habe ich mich vielleicht ein bisschen übertan. Ich habe sie sehr günstig bekommen, aber die Kosten für die Restaurierung, die waren heftig. Meine Idee war ja schon, dass ich da irgendwie ein Community-Projekt draus machen kann mit euch zusammen. So nach dem Motto, wir machen Crowdfunding. Es gibt dann regelmäßig Updates und irgendwann fährt dann die Garrett und dann auch mit euch und ihr habt dann irgendwie Benefits draus, dass ihr da zum Beispiel kostenlos auch mitfahren können, wenn es dann soweit ist, oder sogar mithelfen können. Das ist ein gigantisches Projekt, aber ich habe ein bisschen Angst, das auch hochzuziehen. Wenn man sagt, okay, wir machen da Community-Restaurierung von der Garrett-Lokomotive. Aber ja, falls das jemand noch nicht wusste, ich habe eine Lokomotive, eine Garrett. spätestens im Juli bin ich dann wieder unten. Dann werde ich mal wieder bei der Lokomotive sein und werde mal ein Update geben. Mal schauen, was sich bis dahin entwickelt. Aber es wäre schon schön, wenn man die Lok halt irgendwie wieder zum Laufen kriegt. Und wenn es halt nur sehr langsam ist. Also ich will auf jeden Fall an der Lokomotive arbeiten. Das ist die Frage nur, wie lange es dauern wird. Also ich für mich allein, es wird natürlich Ewigkeiten dauern. Also ich werde sie auch nicht restaurieren in Person. Zumindest jetzt größtenteils. Sondern das werden die Leute machen, die Lok jetzt gerade steht. Das ist von der Steam Trains. Die sind Experten in der Restaurierung. Aber eben, es kostet halt Geld. Aber stellt euch mal vor, so eine Zukunft, wenn man sagt, man macht so ein Community-Projekt raus. Wir haben den Lok restauriert in Südafrika. Ich weiß, das ist gerade nicht um die Ecke. Aber man kann mit dem Explosionen machen und vielleicht. Wie heißt denn jetzt der. Andere Luxusanbieter in Südafrika. Mir fällt gerade der Name nicht ein. Lass mich mal ganz kurz recherchieren. Ich hab's. Roborails. Die sind sogar vielleicht Fluglinie 2 Kilometer entfernt von der Lok. Aber die machen halt so richtig, richtig teure Fahrten in Südafrika. Ich meine, die haben da die alten Wagen halt komplett hochrestauriert auf super Luxus. Haben auch entsprechend Dampfloks und sonstige Sachen, mit denen sie da rumfahren können. Aber, also nur mal so wirtschaftlich gedacht, wenn jetzt die Garrett komplett restauriert wäre, kann man sagen, ja, das ist vermieten, ne? Dann fahrt sie quasi halt ihren Unterhalt rein. Weil auch wenn sie natürlich irgendwann mal fertig restauriert ist, braucht ihr natürlich einen Schuppen, wo der dann irgendwo drin steht. Und der hat vor sich hin weggerostet, weil wenn man dann irgendwie seine. Tausende von Franken da reinsetzt, dann soll es halt irgendwo bleiben und da nicht wieder wegrosten. Ja, großes Projekt, aber das kann ich nicht allein machen. Da brauche ich Unterstützung und wenn es auch ein Community-Projekt wird, braucht das ganze Planung. Also einerseits mit den Firmen, die da mit drin sind und natürlich mit euch, wie man sich das dann vorstellt,
Aber ich glaube, ich bin für das einfach noch zu klein, dass ich sagen könnte, ja, lass uns da ein Restaurierungsprojekt starten für die Garrett. Ist ein Mammutprojekt, aber ich will die Lok restauriert haben, egal wie. Mal schauen. Also, ich glaube, YouTube-Projekt wird es vermutlich nicht. Da bin ich einfach zu klein. Aber irgendwie, vielleicht später, im Verlauf der Zeit, ich werde jetzt einfach mal Geld darin investieren und schauen, wenn ich jetzt runterfahren kann, dass ich mir was machen kann, damit es halt langsam geht. Und vielleicht geht es dann irgendwann schneller. Wisst ihr, was das Traurige dran ist? Wenn sie dann voll restauriert ist, dann darf ich sie nicht mal selber fahren. Also höchstens in den bei Warner Steam Trains da im Yard halt ein bisschen. Aber ich bräuchte eine Lizenz dann, um sie wirklich fahren zu können. Aber das wär's dann schon. Eigentlich nochmal zu fahren. Ja, vielleicht sind sie in Südafrika nicht ganz so streng. Und darf sie dann doch vielleicht mal ein bisschen fahren. Oder ich fahre als Heizer mit oder so und ab und zu mal so einen Hebel ran. Ja, wer weiß. Aber das Gefühl, dann mal vor der Lok zu stehen oder in der Lok zu sein und sie fahren und sagen, das ist Schweinelok. Und dann habe ich dann irgendwie, keine Ahnung, 10 Jahre dran gearbeitet, dass sie dann wirklich wieder fährt. Das wäre halt ein echtes Achievement. So, bei unserer Fahrt dauert es dann auch nicht mal allzu lange, bis wir dann da sind. Ist einfach wirklich entspannt. Beides geht einfach nur rollen, ein bisschen Gas geben. Aber ja, auf das hatte ich aber wirklich Lust gehabt, mal wirklich mal mit der Dampfkraft mal wieder zu fahren. Ah, schön. Da muss man halt noch arbeiten. Wobei Arbeit ist natürlich relativ hier im Simulator. Ein bisschen Hebel ziehen und schauen, dass die Feuermasse da ist, das Wasser da ist, Kesseldruck passt. Nicht zum Vergleich mit dem echten, da Leute wirklich arbeiten müssen. Wenn ich mir das Triebwerk so ansehe, frage ich mich gerade, wie ist es eigentlich mit dem Schmierintervall? Ist der fix je nach Kilometer oder geht der nach Zeit? Oder wird das sogar eher mit einem Wasserfassen kombiniert? Ich meine, wenn die damals als Presszüge unterwegs gewesen sind, dann werden die vermutlich so lang gefahren sein, wie die halt mit dem Wasser auskommen sind, respektive mit der Kohle. Und dann vermutlich nachgeschmiert am Triebwerk. Oder hat man das dann zwischen dem Halt mal kurz gemacht und okay, der Halt ist dann länger, was weiß ich, 5, 8 Minuten, dann muss er mal kurz durchgeschmiert werden, dann geht es weiter, bis man dann halt irgendwann mal beim Service halt ist mit Wasserfasten und Co. Finde ich noch eine interessante Frage. Und gleichermaßen frage ich mich auch gerade, gerade bei den langen Expresszügen, ich meine, die Flying Scotsman, die konnte ja eh sehr lange fahren und die hat er dann teilweise den Q-Change hier unter der Fahrt gemacht, weil da konntest du ja mit dem Teller auf der Seitenlinie durchgehen. Eigentlich eine mega geile Erfindung. Wie sie das dann gemacht haben, wenn dann wirklich Kaiser hat, okay, Wasser fassen und Kohle fassen, ob man dann die Lok getauscht hat. Also sieh, da bist du irgendwie in York ankommen und die Lok war fertig quasi und dann hast du ja eine andere Lok rangeschmissen und bist dann weitergefahren, weil das einfach schneller gewesen wäre. Als wie zu warten, bis die Lok dann halt Wasser gefasst und Kohle wieder aufgeladen hat. Das wäre wirklich mal was für die Recherche. Also, wäre ich jetzt wirklich spät, dann hätte ich das vermutlich gemacht, obwohl es vermutlich teuer gewesen wäre, eine zweite Lok betriebsbereit zu haben. Andererseits, wenn der Zug dann wieder retour kommt, ich meine, gerade auf einer Intercity-Express-Linie sind ja mehrere Züge unterwegs, während die dann das Wasser fasst und fertig ist, kommt vermutlich der Express aus der Gegenrichtung wieder retour. Und der hat vermutlich das gleiche Problem. Und dann die, was du jetzt gerade frisch aufgeholt hast und Wasser gefasst hast, hängst du dann dran und fährst dir weiter. Wie war da das Prozedere bei der Deutschen Bahn oder in Österreich oder bei der Schweiz? Gerne in die Kommentare, würde mich mal interessieren, wie man mit solchen Zügen umgegangen ist.
Für die restliche Fahrt werde ich euch aber erstmal allein lassen. Genießt die schöne Dampflok und wir sind dann gleich mal da. Und ich denke mal, ich werde mal nochmal einen Livestream machen mit der Dampflokfahrt, die mal richtig schön lang geht. Eventuell wirklich mit einer Flying Scotsman, müssen wir mit einer A2 oder der Pacific mal gucken. Und ich denke, das wäre dann schon spannend zu gucken, ob ich da bis zum Ende komme. Also vielleicht so 90, 120 Minuten Fahrt. Je nachdem, also Szenarien soll es eigentlich da bis zur Genüge geben. Ich suche mal da was bei Alan Thompson Sim raus. Da hat er immer wieder geile Szenarios, eventuell bei den Paid-Szenarios. Ich meine, da habe ich mal das Abo mal gelöst. Das ganze Jahr kostet, glaube ich, irgendwie nur 20 Pfund oder so. Aber dafür kriegt man irgendwas Schönes. Ich suche mal da mal was raus und dann machen wir so ein kleines Steam-Special auf Twitch oder so. Bis dahin wünsche ich erstmal eine gute restliche Fahrt. Bleibt gesund und bis bald. Ciao. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.